U-Bahn sind ja ein klimafreundliches Verkehrsmittel, ist man überzeugt, bis man einen dieser Artikel liest. Diese zitieren eine Studie, die behauptet, dass keine der geplanten U-Bahn-Erweiterungen in Berlin ihren CO2-Ausstoß in weniger als 100 Jahren amortisieren kann. Das heißt, beim Bau würde mehr CO2 ausgestoßen, als jemals durch die Verkehrsverlagerung vom Auto zur U-Bahn eingespart werden kann. Aber was hat es damit auf sich? Die Studie betrachtet einige mögliche Verlängerungen verschiedener Berliner U-Bahn-Linien, die immer wieder diskutiert werden. Die U9 nach Pankow, bei der die Klimabilanz nach 109 Jahren ausgeglichen sein soll, die U7 zum BER, die sich nach 114 Jahren amortisiert haben soll, die U3 bis zum Mexikoplatz, 129 Jahre, die U8 ins Märkische Viertel, 168 Jahre, die U6 zum Flugfeld Tegel, ganze 230 Jahre. Man hätte es noch unseriöser wirken lassen können, indem man die Amortisationszeiten auf die Sekunde genau angegeben hätte. Man hätte auch den erst kürzlich eröffneten Lückenschluss der U5 zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz zum Vergleich hinzunehmen können. Mit derselben Rechengrundlage amortisiert der sich immerhin nach 20 Jahren, einfach weil viel mehr Fahrgäste auf dem Abschnitt prognostiziert werden als an den Enden der Linien. Werfen wir einen Blick in die Studie. Bei der Herstellung von einem Kubikmeter reinem Beton werden rund 0,33 Tonnen CO2 ausgestoßen, heißt es da. Das deckt sich mit zahlreichen anderen Quellen. Aber siehe da, hier heißt es dann plötzlich, pro Tonne Beton werden 0,33 Tonnen CO2 ausgestoßen. Wie die Autoren selbst feststellen, wiegt ein Kubikmeter Beton aber 2,4 Tonnen. Das heißt, allein dieser Wert ist 2,4 mal zu hoch angesetzt. In der Zeile darunter sind pro Kubikmeter Stahlbeton 0,63 Tonnen Bewährungsstahl angesetzt. Andere Quellen geben selbst für hochbelastete Bereiche nur etwa 0,1 bis 0,2 Tonnen Stahl pro Kubikmeter Stahlbeton an. Insgesamt kommen wir damit statt auf 1,8 auf maximal 0,5 bis 0,6 Tonnen CO2 pro Kubikmeter Stahlbeton. Stahlbeton ist bei den meisten Bauprojekten für einen großen Anteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wenn wir alle übrigen Annahmen und Berechnungen der Studie so beibehalten, sinkt mit der Korrektur dieser beiden Rechenfehler der angenommene CO2-Ausstoß für den Bau von einem Kilometer U-Bahn von etwa 100.000 Tonnen auf 50.000 Tonnen. Damit halbiert sich auch die Zeit bis zur Amortisation, zum Beispiel auf um die 50 Jahre für die U9, U7 und U3 und auf nur noch 10 Jahre bei der U5. Andere vor mir sind bereits auf diese Fehler gestoßen und haben die drei Autoren der Studie darüber benachrichtigt. Die wissen seit über einem Jahr von den Fehlern, haben diese zumindest in Teilen auch eingestanden, hielten es aber nicht für notwendig, die Studie auf ihrer Webseite zu korrigieren, geschweige denn die zahlreichen Nachrichtenhäuser, die zu ihrer offenkundigen Begeisterung darüber berichtet hatten, zu informieren. Natürlich kann es sein, dass dafür andere Werte zu optimistisch angenommen wurden. Vielleicht ist die Zahl der Menschen, die dank der Ausbauprojekte vom Auto auf die U-Bahn umsteigen würden, nur halb so hoch wie prognostiziert. Schließlich kann niemand sich vorstellen, wie träge Autofahrer wirklich sind. Andererseits könnte man auch optimistischer sein. So wird zum Beispiel Bewährungsstahl in aller Regel mit einer Methode hergestellt, die rund dreimal weniger CO2 ausstößt als bei herkömmlichem Stahl. Man könnte sogar speziellen Beton einsetzen, der laut Hersteller bei der Produktion weniger CO2-intensiv ist. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ob man einem Hersteller von Beton, was seinen CO2-Ausstoß angeht, mehr vertraut als irgendwelchen dahergelaufenen Leuten, die eine sogenannte Studie verfassen. Studien, die im Gegensatz zur vorliegenden peer-reviewed und in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wurden, belegen gar, dass Beton über seine Lebenszeit etwa 25% des bei der Herstellung freigesetzten CO2 wieder absorbiert. Die Amortisation dauert nun für einige der Projekte anscheinend nur noch um die 30 Jahre, für die U5 im Zentrum gar nur 7 Jahre. Das ist vielleicht ungefähr genauso tendenziös wie die ursprüngliche Behauptung der Studie, es wären hunderte Jahre. Die Wahrheit liegt wohl, wie so häufig, irgendwo dazwischen. Aber selbst bei 30 Jahren muss man sich ja trotzdem die Frage stellen, ob sich dieses Projekt fürs Klima wirklich lohnt. Oder ob man nicht, wie die Autoren vorschlagen, statt der U-Bahn lieber eine oberirdische Straßenbahn baut, die viel weniger Beton braucht und damit viel weniger CO2 ausstößt. Verlassen wir kurz mal Berlin und schauen uns in Hamburg um. Dort will man nicht nur einige U-Bahn-Linien verlängern, sondern eine ganz neue bauen.
die U5 vom Westen über den Hauptbahnhof bis in den Nordosten, ganze 25 Kilometer, alles im Tunnel. Es klingt vielleicht wie ein Scherz, auch hier haben sich drei Herren zum Vergnügen zusammengesetzt und haben es sogar geschafft, auf 564 Jahre Amortisationszeit zu kommen, weil sie pro Kilometer U-Bahn 400.000 Tonnen CO2 ansetzen, also nochmal viermal so viel wie ihre Berliner Kollegen. Sie zitieren den falschen Wert der Berliner Studie für Stahlbeton, bevorzugen es dann aber für ihre Rechnung für eine Tonne Beton, den CO2-Ausstoß von einer Tonne Zement anzunehmen. Das ist leider nicht dasselbe. Somit sind die Zahlen allein für den Beton um etwa den Faktor 5 zu hoch. Wiederum können wir auch den Stahl realistischer ansetzen und darüber hinaus in Frage stellen, ob alle Baumaschinen 24/7 durchlaufen und so weiter und so weiter. Übernehmen wir stattdessen den Wert der von der Hochbahn in Auftrag gegebenen und von zwei zusätzlichen Instanzen überprüften Studie 109.000 Tonnen CO2 pro Kilometer U-Bahn. Das ist immer noch deutlich mehr als die korrigierten Werte der Berliner Studie. Das rührt vor allem daher, dass in Hamburg anhand der Baupläne deutlich höhere Mengen an Beton angenommen werden. Was in der offiziellen Studie leider fehlt, sind Überlegungen zur Amortisation. Trotz bis zu 300.000 Fahrgästen am Tag muss man davon ausgehen, dass sich die U5 aller Wahrscheinlichkeit tatsächlich nicht mehr dieses Jahrhundert amortisieren würde. Die offizielle Studie hat allerdings auch Wege aufgezeigt, den baubedingten CO2-Ausstoß um 70% zu verringern. Durch den Einsatz von speziellem Beton mit besserer Klimabilanz, die ausschließliche Verwendung von Ökostrom und weitere Maßnahmen. Wenn wir dann noch die Verlagerung vom Autoverkehr optimistischer annehmen, landen wir bei einer Amortisationszeit von um die 30 Jahre. Wenn wir Glück haben. Zurück in Berlin sieht man noch heute gut die unterschiedliche Verkehrspolitik in West und Ost. In West-Berlin wurden in der Nachkriegszeit die Straßenbahnen stillgelegt und dem Auto Vorrang gegeben. Nur um Missverständnissen vorzubeugen, falls jemals die Wahl zwischen der Verlängerung einer U-Bahn und der Verlängerung einer Autobahn wie der A100 in Berlin besteht, ist klar, was wirklich unsinnig ist. Allein die Fahrzeuge, die heute auf der A100 fahren, stoßen jedes Jahr hunderttausende Tonnen CO2 aus. Solange man nicht glaubt, der Ausbau von Straßen könnte auf magische Weise zu weniger Autoverkehr führen, kann der CO2-Ausstoß beim Straßenbau sich nicht einmal in unendlich vielen Jahren amortisieren, selbst wenn die alternativen Antriebe halten würden, was sie versprechen. Trotz der Fehler in den sogenannten Studien bleibt deren Fazit aber ja im weitesten Sinne bestehen, dass man genau abwägen sollte, ob für eine bestimmte Strecke eine U-Bahn oder eine Straßenbahn oder eine Mischform, heißt Stadtbahn, mehr Sinn ergibt. Die U-Bahn hat ihre Vorteile. Sie hat in der Regel eine deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit und sie kann ein deutlich höheres Fahrgastaufkommen bewältigen. Das bedeutet auch, dass sie in der Regel einen stärkeren Verlagerungseffekt haben wird und damit nach Inbetriebnahme jährlich mehr CO2 einspart. Die Straßenbahn hat ihre eigenen Vorteile. Sie ist kostengünstiger, das heißt, man kann davon mehr und vor allem schneller bauen. Sie wird beim Bau wohl immer deutlich weniger CO2 ausstoßen als eine U-Bahn. Und sie begünstigt die Neuordnung der Raumverhältnisse, auch zugunsten von Fahrradfahrern und Fußgängern, statt die Oberfläche weiterhin dem Autoverkehr zu überlassen und sich in den Untergrund zu verziehen. Diese Abwägung sollte also vor allem auch die Klimabilanz berücksichtigen. Und dafür sollten für konkrete Projekte auch konkrete Berechnungen erfolgen. Nach Möglichkeit allerdings ohne Rechenfehler